So, wir wollen uns natürlich mit dem FC Schalke 04 beschäftigen, liebe Zuschauer. Also das ist ein ganz besonderes Spiel für beide Mannschaften, das ist klar. Aber ein wirklich, sagen wir mal, ein großes Spiel vielleicht für einen, der da im nächsten Jahr für den FC Bayern spielt. Das ist Thomas Linke, der hat zwei Herzen in der Brust. Und, aber er hat gesagt, das will er irgendwie klarkriegen. Er will heute das entscheidende Tor köpfen. Jetzt muss ich nachgucken. Uwe Bornemeyer beschäftigt sich mit dem Schalker Abwehrspieler. Es war ein ganz zufälliges Treffen im Schalker Fanshop. Seid ihr hier? Thüringen. Ja? Ja. Alte Heimat. Ein paar aus Thüringen zur Trauung nach Gelsenkirchen gekommen. Das Glück auf Schalke finden. So wie Thomas Linke, der Landsmann aus Erfurt. Thomas Linke, eine Schalker Karriere, Malocher ohne Fehlzeiten, hochgearbeitet bis zum Nationalspieler, bis zum UEFA-Cup-Helden. Das verbindet bis zum letzten Tag. Wenn ich am Sonntag das Siegtor schießen könnte, dann würde ich das unheimlich gerne tun. Gerade für die Fans, die haben das schon verdient, so wie die mich in letzter Zeit auch noch unterstützt haben. Man hat sicherlich andere Fälle in der Bundesliga erlebt, aber ich muss den Hut vor unseren Fans ziehen und möchte oder würde damit sogar gerne Dankeschön sagen. Thomas Linke, eine Schalker Karriere. Eine Schalker Misere. Sie hätten ihn wohl halten können, wenn sie mitgeboten hätten im Vertragspoker. Ja, das ist Spekulation. Ich denke, wenn jemand das Angebot von Bayern München hat, aus sportlicher Sicht gesehen, dann muss man das normalerweise annehmen. Die modernen Schalker Karrieren gehen vorzeitig. Nicht zu Ende, sondern weg. Linke wie Lehmann. War's das schon mit der neuen Schalker Herrlichkeit? Wenn von drei Nationalspielern nach der Weltmeisterschaft vielleicht keiner mehr da ist. Das heißt, dass ich dann nach der WM aufhöre, wenn ich dabei sein sollte. Und dass zwei Spieler auf jeden Fall dann gehen. Also da sagt der Verstand bei mir, da stimmt was nicht. Unstimmigkeiten, Zukunftsängste, die heile Schalker Fußballwelt wirklich nicht mehr zu bezahlen? Wir sind noch nicht so weit, Schalke 04, um da mitzuhalten, was das Geld betrifft. Also hier geht es einfach nur um die Marie und nichts anderes. Und wir sind noch nicht so weit. Wir können da das Risiko nicht so hoch ansetzen, dass wir hinterher wieder hinten rüberfahren. Thomas Linke wäre auch gern geblieben bei seinen Kumpels in Schalke. Bayern noch ganz weit weg. Ich wünsche denen natürlich alles Gute für die Meisterschaft. Aber bei uns wollen wir gewinnen. Thomas Linke, eine Schalker Karriere mit Schalker Herz. Ein Tor gegen die Bayern. Sein großer Wunsch, ganz ehrlich. Schalker bis zum letzten Tag. Erst im Sommer beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Für ihn und für Schalke. Wieder an der Brücke. Büskens geht. Schön gespielt von an der Brücke. Thomas Linke. Neunzehnte Minute, das 1:0. Der hatte sich bei der Ecke von Anderbrügge nach vorne gestrichen. Und dann war er gar nicht mehr nach hinten gekommen, zum Glück für die Schalker. Auf Anderbrügge. Wunderschön auf Büskens. Strunz ins Leere. Und dann Linke vor seinem Bewacher. Wunderschön herausgespielter Treffer. Janka. Das müsste rot, rot gegen Thomas Linke. Tätlichkeit hinter dem Rücken des Schiedsrichters gegen Elber. Damit ist er jetzt schon der tragische Held dieses Spiels, macht das 1:0 in der 19. Minute und hier kommt diese Attacke. Wir bleiben dran. Hier,
Da kommt der entscheidende Schlag. Da kommt der entscheidende Schlag. Vielleicht hat Elber da ein bisschen provoziert. Er hat ihn festgehalten. Er hat ihn festgehalten, aber dann ein ganz klarer Faustschlag von Thomas Linke. Raus, Uli Vogt hat nämlich Thomas Linke im Gespräch. Ja, Thomas Linke, Sie haben die Szene eben gerade gesehen. Vielleicht können wir sie uns noch mal angucken. Wie haben Sie es denn selbst erlebt? Ja, ich habe selbst so gesehen, dass am Anfang ein Zweikampf war. Ich tackle und spiele den Ball, möchte aufstehen. Der Giovanni will wahrscheinlich auch aufstehen, tritt mir in die Hacken. Daraufhin drehe ich mich um und sage ihm ein paar, paar Töne und er hält mich dann fest. Hier ist die Szene nochmal. Jetzt trifft er mich in den Hacken. Eigentlich auch keine schöne Szene. Ja. Jetzt sage ich ihm natürlich ein paar Töne, jetzt hält er mich fest. Jetzt will ich mich losreißen, treffe ihm natürlich im Gesicht, das darf mir nicht passieren. Also das Spiel war hektisch genug, ich darf ihn dann nicht schubsen oder schlagen wollen. Es hätte ja heute eigentlich Ihr Spiel sein können. Sie machen das Tor, das entscheidende Tor und dann dieser wirklich dämliche Platzverweis. Ja, ist richtig. Wie gesagt, das Spiel war hektisch. Wir wussten, dass die Bayern auch provozieren wollen. Ich hätte mich da nicht provozieren lassen dürfen. Es war halt heute doch kein oder ein besonderes Spiel für mich. Es war die erste rote Karte, mein erstes Tor gegen Bayern. Irgendwie kam heute alles zusammen. Alles klar, vielen Dank. Bitte.